heute mit einem Tabakreview. Den Al-Kashmir Guerilla. Was ist da drin? Guave, Rose und Jasmin. Ja, ihr habt gesehen, ich bin jetzt mittlerweile wieder auf den kleinen Kopf zurückgekommen, auf den Clayball. Der gefällt mir persönlich sehr gut. Ich habe im Moment die sehr gute Ergebnisse damit und ich habe auch in letzter Zeit irgendwie nicht Lust, länger als eine Stunde mit zu rauchen. Stunde, eine Viertelstunde, wenn es hochkommt. Und ja, da ist es mir dann doch lieber, ich nehme so einen kleinen Kopf, der funktioniert mit Tangiers, der funktioniert mit, was fliegt denn hier als für Staub rum? Ja, egal. Der funktioniert mit Al-Kashmir, der funktioniert mit allen Tabaksorten. Okay, mit Fantasia Starbucks habe ich bis jetzt noch nicht ausprobiert, aber ich denke, selbst mit diesen Tabaksorten wird es funktionieren. Okay, ich möchte mich erstmal bedanken beim Kashmir Hans Pinky Sascha, dass er mir den Tabak zur Verfügung gestellt hat. Er hat ja gesagt, er gibt seine Mischung jetzt nicht mehr preis, weil sowas ist wirklich schon produktionsreif. Die Entscheidung finde ich gut, weil was soll irgendein Hersteller was von haben? Und vielleicht am Ende sogar noch auf den Markt bringen und damit dicke Kohle machen, sollen es doch lieber die User nachmischen. Und wenn es die nicht machen, dann haben sie halt Pech gehabt. Okay, da der Sascha mit Tabak immer ein bisschen knausriger ist, habe ich noch einige Reviews vor mir. Unter anderem den Al-Kashmir Deep Blue Absinth Urinki. Hört sich ein bisschen eklig an. Den Jazzberry 2.0, also eine Weiterentwicklung von Jazzberry und ein Tabak, den ich schon geraucht habe, der mir sehr gut geschmeckt hat, über den aber auch noch ein Review kommt, ist der Al-Kashmir Alperol Spritz. Der hat so ein bisschen was Campari-artiges. Ich liebe Campari und deshalb ist es schon einer meiner Favoriten. Also vielen Dank an dich für den Tabak, für die Arbeit, die du dir gemacht hast. Ich werde mich bei Gelegenheit mal revanchieren. Und ja, sind wir jetzt mal beim Al-Kashmir Guerilla. Ich finde den Namen schon mal absolut perfekt. Ja, mal zwischendurch ziehen. Dass das Köpfchen am Laufen bleibt. So. Ja. Ich rieche Guave und Rose und Jasmin in vereinter Harmonie. Ein super Geruch. Ich glaube, irgendwie war so der Grundgedanke vom Rüdiger. Ja, Rüdiger hatte mal irgendwann ein Jasmin-Rose-Tabak mit noch irgendwas gemischt. Ich weiß es aber nicht mehr was. Der war auch sehr gut. Und der hat mir auch wunderbar geschmeckt und Sascha hat den noch ein bisschen weiterentwickelt, also wie gesagt vom Geruch her. Aber diese Harmonie dieser einzelnen Komponenten, das ist absolut geil. Um es mal mit Saschas Wort zu sagen, das ist wirklich ein Brett. Wie gesagt, ich rauche im Moment mit dem Clayball am liebsten. Was ich auch gerne benutze, das ist der Hotshot, ja, aber nur in der modifizierten Art. Ich habe mir da ein paar Löcher mehr auf Rat von Rüdiger auch wieder reingemacht. Allerdings habe ich hier oben diesen kleinen Rand nicht abgestraubt. Endlich ist der Kopf zu was Nütze. Man kann ihn vollpacken, man kann ihn wunderbar rauchen. Aus Scheiß mach Eis. Herzlichen Glückwunsch an Rüdiger. Das war mal wieder perfekt von dir. Jetzt werde ich von Tausenden von Leuten immer gefragt. Wer ist Rüdiger? Was ist Rüdiger? Und ja, ich habe keinen Bock mehr. Ich oute ihn jetzt. Ich zeige euch ein Bild. Das ist Rüdiger. Also, wenn ihr ihn auf der Straße seht, sagt Hallo Rüdiger. Und somit sollte das jetzt auch alles perfekt sein. Okay, wie gesagt, der Geruch des Tabakes ist schon mal phänomenal. Ist schon mal 1A, ist super geil. Gefällt mir sehr gut. Ich bin ja eh so ein Blumenfreak. Und erinnert mich schon so ein bisschen an die Blumenmischung von einem gewissen Namen eines Herrn von, ich weiß ja nicht, und Deutsch ist schwer. Nein, an den reiht sich so ein in die
Mischung eines gewissen Herrn. Sein Name ist Eric Tengius. Und das ist klasse. Also, wenn du mir das Rezept gibst, werde ich mir sicher ein Kilo von anmischen. Muss ja nicht sein. Aber auf jeden Fall Hut ab, alleine schon vom Geruch. Kommen wir jetzt zum Rauch und zum Geschmack. Ich habe jetzt 5 Minuten Mist gelabert. Jetzt kann ich euch noch mal was zum Tabak erzählen. Rauch ist scheiße, wie gewohnt bei Al-Kashmir. Ja, und ich muss sagen, ich bin ein bisschen von dem Tabak enttäuscht, weil der schmeckt wieder 1A. Sag mal, Sascha, kannst du nicht mal irgendwas machen, was nicht schmeckt? Ich glaube, du kannst Fußnägel, Scheiße und Phantasia zusammenmischen und das schmeckt. Ja, wobei die schwerste Komponente natürlich der Phantasia ist. Aber nun gut, davor wollen wir nicht reden. Also der Geschmack ist so geil. Das ist Jasmin, nicht so aufdringlich, so ein bisschen mild gehalten, aber nicht im Hintergrund. Die Rose schön weich. Die Guave gibt so dieses fruchtige 1A. Also Sascha, Daumen hoch. Das ist jetzt noch mein Favorit vom Kräuterlikör. Da kannst du dich echt von Kashmir Hans nennen. Und ja, das war's von mir. Wenn ihr ihn mal von Sascha kriegen solltet, ihr solltet auf die Knie fallen und dem Herrn danken, dass ihr so einen Tabak probieren dürft. Okay, das war's von mir. Wieder mal ein kurzes Review. Kurz, knapp, mit wenig Geschwafel. Und sehr langweilig, so wie ihr es von mir gewohnt seid. Bis dahin, haut rein, euer Gadur.